Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu dem einen Teil des vorgelegten Gesetzentwurfs, nämlich zum dritten Glücksspielstaatsvertrag, will ich heute nichts mehr sagen. Das habe ich in der ersten Lesung bereits getan. Nur so viel. Das ist ein schwieriges Thema, mit allen Bundesländern eine Vereinbarung zu treffen. Ich sehe da zwar sozusagen keinen großen Fortschritt, sondern eher eine Notlösung drin, die hier im Gesetz aufgenommen wurde. Ich will deshalb zum wesentlichen Teil, nämlich der Erhöhung der Mittel für die Destinatäre aus den Erträgen von Hessen-Lotto sprechen, weil nach dem Vortrag von Kollegen Frömmrich hatte ich eher den Eindruck, er spricht über Mittel aus dem Landeshaushalt, ja, also die er da sozusagen sehr pathetisch verteilt oder auch verteidigt. Aber es geht um die Erträge von Hessen-Lotto und nicht aus dem Staatshaushalt. Da will ich ausdrücklich noch einmal darauf hinweisen. Es ist gut, ich sage das ausdrücklich am Anfang, dass man einen Schritt auf die Destinatäre zugegangen ist und ein Teil ihrer Forderung, 10% Erhöhung, jetzt mit dem Gesetz erfüllt. Alle Destinatäre haben aber glaubwürdig dargelegt, dass sie eigentlich einen viel höheren Bedarf brauchen, weil es seit dem Jahre 2000, also seit knapp 20 Jahren, keine originäre Erhöhung mehr gegeben hat und ihre Kosten aber um ca. 30% gestiegen sind. Wir hätten es also begrüßt, wenn die Forderung aller Destinatäre nach 25% Erhöhung tatsächlich hier gefolgt worden wäre. Auch dem Änderungsantrag der SPD haben wir ja zugestimmt. Ich will deshalb, weil wir ja eine sehr ausführliche Anhörung hatten, mal ausnahmsweise zwei Vertreter in dieser Anhörung hier zu Wort kommen lassen und zitieren, damit noch einmal deutlich wird, was das im einen bedeutet. Herr Rudolph, auch ich war bei der Hauptversammlung des Landessportbundes. Ich will aber zunächst den Präsidenten des Landessportbundes, Herrn Dr. Rolf Müller, aus der Anhörung am 17.10. zitieren. Dort hat er gesagt, Zitat, wir sitzen nicht nur hier, weil wir gerne höhere öffentliche Mittel wollen, sondern wer sich im Vereinswesen auskennt, weiß, dass wir haben schon insofern einen enormen Eigenbeitrag geleistet, als wir vor zwei Jahren für alle unsere Mitglieder eine nicht unerhebliche Beitragserhöhung durchgeführt haben. Wer weiß, wie populär Beitragserhöhungen sind, kann ermessen, dass dies ein Schritt aus eigener Kraft war. An anderer Stelle sagt er dann weiter, der Gesetzentwurf, den wir heute diskutieren, sieht eine Erhöhung von 10% vor. Das ist auf der einen Seite erfreulich, würde aber für den Landessportbund in seiner Komplexität bedeuten, dass wir im Prinzip das Tagesgeschäft mehr oder weniger mühsam so fortsetzen könnten. Man muss bedenken, dass wir neben den Tarif- und Kostensteigerungen insgesamt auch einige staatlich verordnete neue Aufgaben erhalten haben. Ich will, auch wenn es jeden erstaunen lässt, auf die Datenschutzgrundverordnung hinweisen, die uns alle von der Spitze des Landessportbundes bis in die einzelnen Vereine vor große, auch finanzielle Probleme gestellt hat. Wir haben die Entwicklung in der Schullandschaft, bei der wir völlig neue Initiativen in Bezug auf die Entwicklung zu Ganztagsangeboten ergreifen müssen. Wir haben die Problematik der Inklusion und der Integration und die ich hier nur als Beispiel nennen möchte. Deswegen lautet unsere Forderung, die des Landessportbundes, die wir von Anfang an gestellt haben, dass wir die belegten 25% der Erhöhung gerne möglichst in einem Schritt bestätigt hätten. Soweit das Zitat des Präsidenten des Landessportbundes. Ich will einen zweiten Vertreter zu Wort kommen lassen, nämlich den Vorsitzenden des Hessischen Jugendrings, Herrn Mario Maschalet, der in der Anhörung Folgendes gesagt hat. Zitat: Seit dem Jahr 2000
gibt es Preissteigerungen in Höhe von 30%. Es gab in diesem Zeitraum einen Ausgleich durch den Gesetzgeber in Höhe von ca. 5% im Jahre 2009 bzw. im Jahre 2013. Das ist sozusagen das, was dem gegenübersteht. Gleichzeitig haben die Jugendverbände natürlich auch geschaut, wie sie diese Situation eigenverantwortlich verändern könnten. Wo es möglich war, wurden Eigenmittel erhöht, und es wurden auch sinnvolle Einsparungen vorgenommen. Das hat dennoch nicht ausgereicht, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, der ohne Kürzung auskommen würde. Das bedeutet, im Moment ist es eine finanziell schwierige Situation, einen Haushalt in den Jugendverbänden aufzustellen. Gleichzeitig möchte ich bei diesem finanziellen Punkt noch einmal darauf hinweisen, dass die Beteiligung am Glücksspielgesetz die Hauptfinanzierung der Jugendverbandsarbeit schlechthin ist. Es ist die Säule, über die sich Jugendverbände in ihrem allgemeinen Bereich finanzieren. Wir glauben, dass der Gesetzgeber und das Land Hessen weiterhin die Verantwortung für diese Hauptfinanzierung der Jugendverbände und damit für die freien Träger der Jugendhilfe auf Landesebene sicherstellen und die notwendige Verantwortung übernehmen müssen, sie bedarfsgerecht auszugestalten. Soweit. Und deshalb kann ich am Schluss nur sagen, ich denke, diese 25% wären berechtigt, sie wären möglich, und sie sind notwendig und belegt. Dass Sie dies nicht tun, dass Sie nur 10% Erhöhung vorgenommen haben, müssen Sie auch gegenüber diesen Verbänden selbst vertreten. Wir jedenfalls werden uns aus diesem Grunde der Stimme enthalten, weil wir nach wie vor davon überzeugt sind, dass die 25% richtig und auch möglich gewesen wären. Vielen Dank.